Yo, Peace Leute und willkommen zum, ich glaube es ist der 14. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind auf der Suche nach einem kleinen Elfenmagier. Und sie redet irgendwas Sinnloses vor sich hin. Gut, ja, wir haben im letzten Part eine, in Anführungszeichen, neue Quest begonnen. Eben das mit der Hexe und Ciri. Anstatt weiter nach der Frau des Barons zu suchen, weil ich nicht genau wusste und beziehungsweise immer noch nicht weiß, was ich da genau machen muss. Und ich mir dachte, vielleicht bekommen wir hier die eine oder andere Antwort. Was? Oh. Phantomreiter? Das heißt, die wilde Jagd. Ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Das ist Kannst nicht du uns gut. Auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, ja. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Muss es dir auch nicht. Du musst ja auch gar nicht mitkommen von der Theorie. Kannst du mich einfach alleine gehen lassen. Ich krieg dich schon fertig. Die wilde Jagd und diese komische Elfenmagier. Zum Glück ist Ciri nicht hierher. Fertig. Folge mir. Durchs Portal. Zum Glück ist Ciri nicht hierher gekommen. Das wäre sicherlich böse geendet. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kea jetzt ist. Oh, okay, er ist also woanders aufgetaucht als wir. Aber da haben wir erstmal ein paar Ertrunkene. Kommt. Bam. Bam. Uah. Sehr gut ausgewichen. Aua, da hat er mich noch erwischt. Ja, geht nochmal ein bisschen. Uah, Kopf ab. Ertrunkenen Hirne könnte man natürlich immer benötigen. Oh, oh, alles mitnehmen. Okay, Kera ist also irgendwo anders. Ich schätze mal irgendwo hier unter. Ah, okay. Unten war eine Truhe? Habe ich es richtig gesehen? Irgendwas war hier unten. Ja. Oder ist es nur Zutat? Ah, eine Truhe. Oh Gott, was tut der hier? Geralt. Oh shit, wir können hier gar nicht hoch. Oh shit. Jetzt können wir wieder hoch, sehr gut. Da scheint sie zu sein. Oder ein Gegner. Hey. Hey, Kera. Oh. Da unten sind ja einige Gegner. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Bist du hässlich? Würde ich auch mal sagen. Hier, bam, bam. Yeah. Huh. Schön ausgewichen. Oh, da kommt noch mehr. Habe ich gar nicht realisiert. Aber sollte mir eigentlich klar sein, wenn er ausweicht, anstatt zu sprinten. So, spring mal hoch. Ich denke mal, sie ist da, wo das angezeigt wird, schätze ich jetzt mal. Ah, wobei, wir haben auch eine Wegmarkierung, ups. Hab ich gar nicht realisiert. Wollte ich auch meine Hexe sie nicht einsetzen, aber jetzt schon. Oh, oh. Anscheinend hinter mir. Was ist das? Zutaten sammeln. Nein, ich will keine Zutaten sammeln. Wo? Soll ich jetzt noch... Hä, jetzt auch wieder hier? Ja, ich laufe jetzt nochmal weiter. Hier lang. Du hast Angst vor Ratten. Das sind nur Ratten. Ganz ruhig. Das sind nur Ratten. Das sind nur Ratten. Es gibt Schlimmeres. Zerstöre die Rattennester mit Hilfe von Zeichen oder Bomben. Also ich denke mal Igni, Feuerschaden. So. Ja, ja, beruhige dich. So. Also noch ein paar kleine Rättchen. Ach, sie verpissen sich. Ach, hier die krasse Hexe und hat Angst vor Ratten. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg.
Geh zurück, ich mach weiter, ganz ehrlich. Wenn du Angst hast, geh um. Ich mache weiter. Hör auf, das ist emotionale Erpressung. Du würdest dir wirklich Sorgen um mich machen, wenn ich allein ginge? Um dich? Um mich würde ich mir Sorgen machen. Dann komm mit. Natürlich. Aber entscheide dich schnell, los. Bitte, ganz wie du willst. Wie konnte ich mich nur von dir zu dieser lächerlichen Expedition überreden lassen? Tja, das sagen ja alle Frauen. Ja. Nun gut, hier lang geht es. Das sagen alle Frauen, nachdem ich sie ordentlich zu einer Expedition ausgeführt habe. Tochter der Mö... Was ist das denn für einer? Das ist der... Das ist der Elf. Zeichen deines Schwerts. Nein, eine morphotische Projektion. Das war eine Botschaft an Ciri, also. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraim genannt hat. Schwall. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Ja, hoffen wir das mal, dass sie ein bisschen auf die Fresse bekommen haben. Den Schwalben zu folgen? Abwarten. Also hat der Elfenmagier nicht gemeinsame Sachen mit der wilden Jagd gemacht. Die wilde Jagd hat einfach nur irgendwas herausgefunden, dass sie sich eben hier treffen soll, schätze ich mal. Ja, nimm es mit, nimm es mit. Du hast irgendwas Wichtiges. Elfen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Da hinten ist so ein Vieh, das uns jetzt auch näher kommt. Eine Erscheinung, ja. Weg mit dir. Aber ich krieg von dem Gift hier keinen Schaden, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich hasse die Viecher, weil die einfach so schnell sind. Da ist noch eins. Ich sollte mal wieder... Wie wechsle ich nochmal? Also. Aua, ey! So, die betäuben. Dann können sie mich hier erstmal nicht wegteleportieren. Ich kann einfach draufschlagen. Das ist super. Wow. Auf damit. Sehr schön. Da haben wir schön zusammengearbeitet, würde ich sagen. So, betäubt. Und einmal drauf. Und dann war es mit dem Mistvieh. Oh, das lässt auch Stuff droppen. Wusste ich gar nicht. Nehme ich natürlich mit hier. Amethystenstaub und so. Hört sich alles wichtig an. Doch, ich werde es eh nie benutzen. So. Wo müssen wir denn lang? Vielleicht hier? Nee, ich denke mal nicht hier. Ah, da wird es uns wieder angezeigt. Irgendwo hier. Ich wollte kurz gesagt, es wäre ein Gegner, weil so immer Gegner dargestellt werden. Nee. Es will uns... Geh weg da! Ah, ich soll den Schwalben-Symbolen folgen. Oh Gott, was sind denn die Schwalben-Symbole? Ich habe darauf nicht geachtet. Die sind auf jeden Fall Truhen. Finde ich super. Was sind die Schwalbensymbole? Hast du ein Schwalbensymbol? Oh, ich kann's aufnehmen. Ein Maribores Schwert. Das will ich mal kurz gucken, ob das vielleicht ein bisschen besser ist als unser jetziges, ne? Das hört sich nämlich krass an. Ne, ist schlechter. Ist alles schlecht. Das hier ist viel besser. Nimm das. Nehme dies, das ist auch besser. Das ist auch besser. Das kann ich noch nicht benutzen, glaube ich. Ja, brauche ich Stufe 10 für. Gut. Ein bisschen besser ausgerüstet. Was sind denn jetzt Schwalbendinger? Das führt mich hier hin. Hier. Was sind... Ich dachte, du hättest es eilig. Ja. Ich weiß ja nur nicht, was Schwalbensymbole sind. Was soll das sein? Hä? I'm very much überfordert. Das will mich auf jeden Fall hier hinführen. Hier.
Ist das ein Schwalbensymbol einfach der Stein oder was? Das hier, die Haarschleierklinge oder wie? Hier, sag mir doch was, Spiel! Muss hier hoch! Muss hier hoch! Vielleicht ist hier oben das Geheimnis gelüftet! Oh, er geht echt hier hoch, wow! Hui! Okay. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Ganz ehrlich. Ich habe nämlich einfach keinerlei Ahnung, was das sein soll. Und hier ist nur eine Sackgasse. Super! Aber hier gibt es bestimmt guten Stuff. Ich kriege so viel Stuff und ich benutze es alles nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es gescheit benutze. Ich muss mich echt irgendwie mal... Oh, das war ein Versehen. Drüber durchlesen über das Ganze. Und jetzt will ich erst mal wissen, was scheiß verfickte Schwalbensymbole sind. Ich laufe jetzt auch mal noch hier lang. Na, Schwalbe. Die sind offenbar richtig. Okay, anscheinend war hier eine Schwalbe. Gut. Oh, verdammt, ich muss auf ein X zu spammen. Ich hätte einfach gleich hier langlaufen sollen. Ja, was soll denn Schwalbensymbole sein? Und ich habe jetzt den Schiss, dass hier irgendwo wilde Jagd auf uns wartet. Da ist nochmal so eine Projektion. Stufe 6. Gehen wir mal zur Projektion hin und gucken wir mal, was sie uns zu sagen hat. Ist nicht immer der Beste. Finde Kelpi. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Nun ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mein... Ups, Quatsch, Ding, mein Charakterpunkt ausgeben. Charakter. Jetzt ist die Frage... Ah doch, wir haben sowas Neues frei. Das heißt, da können wir jetzt auch was Neues reinlegen, wenn wir darauf Bock haben. Was gibt's denn hier noch so? Starker Angriff benutze ich nie. Ich pariere nie. Armbrust benutze ich nie. Adrenalinverlust um 20% erringert. Das hier wird erst freigeschaltet. Ah, wenn ich also hier insgesamt 8 Punkte investiert habe, kann ich das hier dann machen. Boah, es gibt dann ja richtig unnormal viel zu skillen eigentlich. Ich kann natürlich das nochmal aufwerten. Erhöht die Intensität. Ja, aber irgendwie sehe ich es nicht als ganz so sinnvoll an, das jetzt nochmal zu machen. Das hier ist Alchemie. Das mache ich ja nicht, das ist ja das Ding. Ich mache das ja nie. Und sonst, das könnten wir zum Beispiel machen. Vor allem 500 ist schon viel. 500 ist schon richtig. Nehmen wir das, oder? Ja, komm. Nehmen wir das. So, dann pack's auf den Platz hier, weil 500 nochmal hoch ist schon richtig viel. Und dann haben wir um einiges mehr Leben. Was tust du? Villa Glan, genau. Villa Glan. Wir sollen jetzt Ciris Pferd Kelpi finden. Beziehungsweise erstmal Hinweise darauf. Das sind, denke ich mal, nur Zutaten. Jo, nehmen wir trotzdem mit. Dass uns nicht weiter angezeigt wird. Das sind auch überall nur Zutaten da. Die roten Sachen. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpchen. Kelpchen, nicht Kelpio! Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus als Geralt. Ist alles in Ordnung? Nein, ich habe mich leicht erschrocken. Es, mein Kind. Kann ich hier runter? Soll ich vielleicht sogar hier runter? Ne, hier ist aber nochmal was. Ich habe ein bisschen Angst davor jetzt schon wieder. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Hallo, hallo, hey, das sind wir. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Erscheinung. Hier ist auch nochmal was. Oh, jetzt kämpfe ich gegen uns selber. Oh, der hat doch viel Leben. Oh, der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Aber keiner hat eine Chance gegen den echten Geralt. Schon mal passiert? Ja, damals 1793 im Bürgerkrieg von Timbuktu ist mir genau das gleiche eigentlich passiert.
War ziemlich witzig. Doppler sind gutherzig gewesen. So, wir sollen weitersuchen, schätze ich mal. Hier können wir noch was. Diesen. Den Vogel. Anscheinend nicht. Kommt nur noch mal das hier. Soll ich, vielleicht muss ich, aber ich glaube nicht, dass ich, ich würde ja nicht mehr hochkommen, das ist das Ding. Oh, das sind drei Gegner. Da hinten irgendwo. Ansonsten habe ich gar nichts mehr zum Untersuchen. Aber die Mauer sieht schon echt verdächtig so aus, als ob es da durchgeht. Na, schon so ein bisschen, also es gibt nur noch das hier. Was ich aber irgendwie nicht untersuchen kann. Aus irgendeinem Grund. Nö, kann ich nicht mehr, darf ich nicht mehr, soll ich nicht mehr. Und ansonsten sehe ich da unten tatsächlich. Da muss ich wohl da runter. Hui. Hier unten tatsächlich. Untersuch das mal. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Okay, runtertauchen kann ich natürlich auch. Da unten ist nämlich auch eine Kiste. Mache ich jetzt auch mal. Ja, aufnehmen. Tu es doch. Geralt. Geralt. Okay. Rüstung, die bestimmt auch gut ist. Hier führt ein Weg lang. Ich hoffe, unser Sauerstoff reicht. Kann ich hier schon wieder hoch? Ja, kann ich. So, wo zur Hölle sind wir denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich der Weg hoch, oder? Ich lasse meine Hexe sinnen an. Ah. Nochmal. Ein Pferdezeichen. Dann sollen wir wohl diesen Zeichen folgen. Okay, ich komme. Ich komme. Hallo. Hab ich doch gesagt, die Wand sieht komisch aus. Ich wusste es. Nein, wir gehen noch nicht. Ich möchte meine neue Rüstung. Die komisch, die sah nämlich gut aus. Also. Nein, nicht Quests. Nein, nicht Charakter. Inventar. Erstmal wieder hier ganz, ganz beruhigen. Ja, die ist immer nur um eins besser. Also, oh, aber das ist viel schöner. Und vor allem nur um eins. Schmettenresistenz, Aufschlitzen. Die Resistenzen sind gleich. Ne, hier ist viel mehr Aufschlitzen. Oh, unser schönes bayerisches Gewand. Die ist auf jeden Fall um einiges besser, schätze ich mal. Ja, hundertprozentig. Was ist das? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Jetzt haben wir unser schönes bayerisches Gewand leider nicht mehr an. Finde ich sehr, sehr schade. Sieht nicht ganz so schick aus, finde ich. Also da fand ich das davor doch um einiges besser. Wenigstens weiß ich, ich wollte gar nicht mit dir reden. Ups, ich wollte die Zutaten sammeln, während du redest. Damit ich nicht nur dumm rumstehe. Was soll ich machen? Ich muss wahrscheinlich das hier untersuchen. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Das hat geklappt. Komm. Meinst du, es okay, ist sicher? Ein Portal. Ob das sicher sein wird, das werden wir jetzt herausfinden, mein lieber Geralt. In einem nicht mehr coolen bayerischen Kostüm. Velaglan. Was ist dieses Velaglan? Ist das schlimm? Wie die Ruhe vor dem das da vorne. Hey, renn doch nicht so vor. Da ist ein Golem. Ich ist der böse? Nicht ja, er ist böse. Sehr schön. Betäubt. Heiz drauf geben und wieder weg. Der ist halt sehr, sehr langsam. Oh, wobei. Jetzt geht er aber ab. Ich treffe ihn, ich treffe ihn. Nein! Stop it! Ich finde Axi auch echt im Kampf ganz gut mit dem Betäuben und so. Das ist schon einfach drauf und er geht gerade auf sie. Aua! Egal, er ist so gut wie down. So, nochmal betäuben. Hat jetzt nicht so lange gehalten, aber er ist down. Down he goes. Ist wahrscheinlich so ein Halszauber, dieses Velaglan. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vor. Okay, echt so. Meine ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht? Ja, ja, du mit der Intuition kommst jetzt hier, ne? Ist klar, da hinten ist nochmal ein Gegner. Hoffentlich nicht nochmal so einer. Aber was ich schätze mal nicht. Angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ja, das glaube ich. Leider wartet Yennefer auf uns. Sonst würde ich mich gleich sagen, hey du. Sollen wir erstmal hier lang? Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu entdecken. Wie zum Beispiel ein bisschen Stuff, den ich nie benutzen werde wahrscheinlich. Ich glaube, hier geht es nachher weiter. Hast,
Was machst du dann? Schätze ich jetzt einfach mal, weil es hier so weitläufig ist. So, gehen wir doch erstmal hier lang. So, nochmal. Nochmal ein Portal. Ich wollte jetzt eigentlich erst zurück. Okay, wenn sie vorgeht, denke ich. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal zurück und das kleine Gebiet da noch abchecken. Ich habe nämlich gedacht, da wird es weitergehen, dass hier nur irgendwas zum Sammeln oder so ist. Also bei der Wegmarkierung, dass halt irgendwas ist, was wir brauchen zum Untersuchen oder so. Dass dann da rechts weitergeht. War leider nicht der Fall, aber wenn sie schon vorrennen, kann ich nicht wieder zurückgehen. Das ist ja, ich meine, Ladies first, aber trotzdem hätte sie erwarten können. Ne? So, wie viele Portale noch? Wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Sie haben mächtig Vorsprung. Velaglan, das kann ich jetzt auch bald im Schlaf. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Ja, die Kriegerin. Ne, die Kriegern. Folge den Krieger, nicht der Kriegerin. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen. Ja, ich hoffe, dass uns nicht das gleiche Schicksal nicht auch erwartet. Hätte ich gedacht, dass es so eine lange Quest ist mit den Hexen, mit der Hexe und so. Aber finde ich richtig gut. Vielleicht weiß ich auch die wilde Jagd, was wo die hin ist. Was war das für ein Blick? War das der jetzt gibt's auf die Fresse Blick oder war das der oh mein Gott, pass bloß auf Blick? Die Mucke ist geil. Hallo. Warum immer dieser komische Effekt? Warum muss es so oft hintereinander laden gerade? Was ist das für ein Move? Oh, ein bisschen kalt wird es jetzt gleich. Ah, da zieht er ja schon fast. Brr. Der verpisst sich jetzt, oder was? Pussy. Pussy, ich wollte fighten. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Hoffen wir es mal. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoke ab. Bleib dicht bei mir. Okay. Dann setz mal diese komische Woge ein. Irgendwo so eine Art, ja genau, so eine Art Schutzschild sein. Und ich muss niesen, Moment. Läuft die eiskalt vor, während ich niesen muss, Alter. Ich habe noch genau rechtzeitig das Mikrofon zu muten, weil ich kenne das selber, ich gucke ja selber gerne YouTube-Videos und auch Let's Plays. Und wenn da jemand niest, mag ich das nicht so, weil das immer so laut ist. Deshalb deaktiviere ich mein Mikrofon da immer. Wir müssen sie schließen. Töte die Kreaturen. Ich mach's, aber gib mir Deckung. Okay. Ich denke mal, ich darf hier nicht raus. Oder? Nee, ich darf hier nicht raus, auf keinen Fall. Krieg ich übelst wieder mit. Wieder rein und jetzt nein, fress den Bratapfel. Kommt da noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Dann kommen wir hier rein. Sehr schön, die sind mit zwei Hits down. Muss echt aufpassen, nicht da raus zu gehen aus Versehen, wenn ich ausweiche. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen können. Sehr schön, das erste Tor ist zu. Schwefel. Schwefel. Aber es sind noch zwei weitere da, so wie ich das sehe. So. Schwefel. Schön. Sehr viel Schwefel. Wie sie da läuft, so voll so mit ihrer Hand so. Oh, guck mich an, Bitches. Und auf geht's. Es werden wahrscheinlich wieder neue Viecher herauskommen. Neue Hunde. Ja. Hua. Wieder zurück. Zurück. Immer schön zurück. Wir sind beide One Hit Down jetzt. Sehr gut. Funktioniert. Uppa, uppa, da bin ich rausgefallen. Das meinte ich hier von vorhin, dass wir vom Ausweichen eben nicht aus Versehen rausfliegen. Und dies ist gerade geschehen. Komm, lässt den Bratapfel noch ein. Wir müssen uns echt wieder Essen holen, das mache ich dann aber irgendwann offscreen. So, nehmen alles mit hier. Und ein Tor ist noch übrig, dass wir jetzt hier
Oh, die Mucke ist so geil. Ein Tor noch übrig, das wir jetzt schließen müssen. So. Dann leg mal los, Keira. Natürlich die Kreaturen. Sollen nur kommen. Hol doch dein Schwert raus, Bro. Zurück. Boah, zurück. Nicht zu weit raus. Kommt ruhig rein. Hier ist warm drin. Greift nicht sie an. Aua. Du Pisser. Kommt her, Hund der wilden Jagd. Ja, ja, ja. Und dann waren wir kurz draußen, aber hat mich nicht interessiert. So. Und ja, sie schließt. Sehr gut, Monsterhirn. Sehr schön. Damit werden wir nicht erfrieren und das gleiche Schicksal wie diese Golems ereilen. Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben. Warum war das jetzt eine Entscheidung? Oder beziehungsweise. Ich weiß. Wir müssen weiter. Die mal beim anderen hätten wir sie hier lassen können, aber das hätte ich eh nicht gemacht. Weil ich sie doch nicht alleine hier irgendwo in so einem scheiß Tempel lasse. Das sollte ja klar sein, ich meine. Man ist ja keine Frau irgendwo alleine. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Also, sie ist auch krass, ne? Sie ist auch krass, muss man echt mal sagen. Boah, ich mal. Hat zwar Angst vor Ratten, aber macht hier übelst den Shit und so. Ist richtig krass, aber hat Angst vor Ratten. Folge die Krieger der wilden Jagd. Vielleicht kriegen wir endlich mal einen von denen gefasst und können gegen die kämpfen. Fände ich doch mal richtig interessant, mal zu sehen, wie diese kämpfen. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich gebe es trotzdem nicht zu. Ist das dieser Krieger? Oder was ist? Wow, ich bin runtergefallen. Ich will echt mal gegen so einen wilden Jagd-Dude kämpfen. Hey, du! Das ist eine große Axt, die du hast. Du bist stur, Deine. Gerald, natürlich. Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Battle. Battle gegen Nitral. Aua. Schön betäubt. Boah, das war nice. Das war ein nicer Move, Bro. Muss ich die ja schon lassen. Und dann macht sie bam. Aua. So, betäubt. Boah, bloß weg. Ich kann natürlich auch meine Armbrust rausholen. Aber ich glaube, die macht recht wenig Schaden. Wo ist er hin? Hey, auf damit! Ja, aua! Wieso gewinnt ihr jetzt wieder Leben? Das ist ja asozial! Aua! Ja, wie sie noch schreit. Soll ich kurz die Köter kaputt machen? Am besten aua, nicht vielleicht so nah an ihn, wie sie immer gleich schreit. Geralt! Was soll ich gegen ihn machen? Soll ich irgendwie ein. Soll ich mein Feuerzeichen nutzen vielleicht? Nö, aber ich verbrenne den Hund wenigstens. Nimm schnell wieder Igni. Axi! Dass er sich wieder Leben dazu geholt, der Pisser. Ich glaub's ja nicht. Wow, weg! Du standst im Weg. Aua. So, nochmal betäubt hier. Bam, bam. Leider hält die Betäubung nur für einen. Also wenn man wieder zuschlägt, ist er nicht mehr betäubt. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil sie immer zu zaubert. Das heißt, dann kann ich nicht nur bam, bam.
Wupp, schön. Nein, lass das. Aua. Egal, uah. Aufpassen. Oh, jetzt macht er sich, holt er sich wieder so einen Kack. Aua, was ist das? Ah, da kommen jetzt Viecher raus. Wir sollten nicht reingehen. Kriegen wir auch wieder Schneesturmschaden. Nein, nicht rein, Geralt. Ich will nur die Gegner schlagen. Jetzt lädt er schon wieder sein Kackleben auf, ne? Wer fast down, der Pisser. So. Jetzt komm her. So, betäubt. Ein Schlag. Oh, da hat er mich erwischt, der Pisser. Ach, verdammt, da kann ich nicht schnell genug ausweichen. So, hier schön. Ich glaube, jetzt bleibt trotzdem verlangsamt. Auch wenn er nicht mehr betäubt ist, bleibt er ja verlangsamt. Das ist auch gut. Boom, Junge! Ah, du brauchst keine Angst haben. War doch nix. Oh, alles mitnehmen. So, damit haben wir tatsächlich unseren ersten Kampf mit der wilden Jagd hinter uns. War ein Heavy Boy auf jeden Fall. Da war der... das Vieh davor, der Boss davor, um einiges einfacher. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Nee, tatsächlich nicht. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ziel. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Bringt uns aber nicht groß weiter. Ja, da sagen wir gleich das. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Davor soll sie sich in Acht nehmen, okay, hieße es. Wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Du hast früher was gesagt. Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Ja, gut. Hat schon recht. Ja, soll ich hoffen. Nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm. Woher das wohl kommen mag? Kennst du diese Hexen? Na, ich denke mal. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript. Wie sie immer da steht, seitdem die Fersen so oben. Guck mal, wie die läuft. Bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, die Mumen. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Im süßen Pfad haben wir ja schon was mitbekommen. Ach, richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als Grelka da lang geschickt wurde, als wir sie mit Ciri sie gefunden haben, das glaube ich, da erkennen wir den süßen Pfad. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Herrinnen des Waldes. Na gut, es
Suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Also anscheinend hat sie damit irgendwie herumexperimentiert, nenne ich es jetzt mal. Also. Warum sind wir überhaupt hier? Ist da. In den Sumpf wahrscheinlich gegangen. So, wir müssen hier. Die Wand geht auf. Das ist schon mal etwas sicher ist. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine falsche Wand. Okay, dann müssen wir also irgendwie die Hexen aufsuchen. Und mit diesen Mumen? Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich waren das vielleicht die Viecher, die die Frau verschleppt haben vom Baron? Was ist das? Das Auge von Eleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Ja, das tue ich auch öfters mal. Danke. Vor allem nachts. Wenn du in der Luft ein Flimmern merkst, geh darauf zu und drücke in der Nähe X, um eine Illusion aufzulösen. Okay. Das ist natürlich wunderschön. Ja, das war natürlich einfach. Wohin der Durchgang führt. In eine Zwischensequenz. Siehst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ich helfe. Doch, wir lassen sie nicht alleine. Sie hat uns jetzt hier auch wirklich durchgeführt. Ohne sie wären wir tatsächlich nicht so weit gekommen, auch wenn wir es natürlich nicht gern zugeben. Ich liebe diesen Sound, wenn Quests abgeschlossen werden. Gehen wir nicht so weit vor, denn ich möchte jetzt kurz den Part beenden, meine liebe Keira. Ich hoffe, euch hat diese Part gefallen. Mir gefällt das, die Quest richtig, richtig gut. Und wir haben unseren ersten Kampf gegen die wilde Jagd abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.